Herzlich willkommen und schönen guten Tag zu Ihrem AIDA Primetime Magazin. Heute mit einem wunderbaren Treffen auf der Pier. Wir begleiten unsere 4-Elements-Managerin Doro bei ihrer Arbeit und es gibt was auf die Ohren. Viel Spaß! Unsere Schwestern Bella und Diva haben sich auf der Pier in Tallinn getroffen. Es gab ein wunderbares Fest und dann wurde gesungen. Shantikor, bitteschön. Ein Hammertag heute hier in Tallinn. Beide Schiffe, Diva und Bella, haben sich getroffen und wir haben gemeinsam etwas Großartiges hier auf der Pier gestaltet. Ein tolles Buffet von beiden Seiten und beide Schiffe haben auch ein tolles Programm zusammengestellt. Unsere Bella haben getrommelt und um 14 Uhr wird es hier heißen, der größte Shantikor, den es jemals gegeben hat. Denn beide Schiffe werden Offiziere zur Verfügung stellen und wir werden Shanti, wie wir sie singen. Wir freuen uns jetzt darauf. Wir haben mal unsere Kollegin Doro begleitet. Sie ist 4-Elements-Managerin auf AIDA Prima. Und sie hat uns ihren wirklich vielfältigen Arbeitsplatz gezeigt. Und dann erzählt sie so ein bisschen über ihre Karriere bei AIDA und sind wir auch ein bisschen stolz drauf. Gucken Sie mal. Ich bin die Doro, bin hier 4-Elements-Managerin an Bord von AIDA Prima. Und ich kümmere mich um alle Gastgeber. Um das ganze 4-Elements, um den Klettergarten und um alles, was hier oben so Spaß macht. Ausgebildete Tanzlehrerin und habe mich dann direkt nach der Abschlussprüfung beworben. Also mein Bewerbungsgespräch war ein Tag nach meiner Abschlussprüfung von der Tanzlehrerausbildung. Das war ziemlich viel Adrenalin in weniger Zeit. Ich bin 3 lange Einsätze als Gastgeber gefahren. Also 1 Jahr und 6 Monate bin ich als Gastgeber gefahren. Und jetzt bin ich seit 4 Wochen 4-Elements Manager. Krass. Ihr euch aber immer mit irgendjemandem, der es schon mal gemacht hat, für die Rezi. Das ist ganz viel Teambuilding, weil an Bord ist es so, dass das alte Gastgeberteam morgens absteigt und das neue Gastgeberteam kommt. Du dann auch noch versuchen musst, ein Team zu bilden, während du dann Bingo spielen musst, Shuffleboard das erste Mal ist, du hast noch nie Boccia gespielt, du kannst nicht genug Kopf rechnen, dass du Dart spielen kannst zum Beispiel, dann ist das natürlich noch mehr Stress und dass wir da einfach eine Ruhe in die Teams reinkriegen, sind die Gastgeberschulungen ganz gut vorweg, weil dann haben wir einfach schon so, man weiß ganz genau, wer was gut kann und danach kannst du dann die ersten Wochen den Dienstplan einfach machen, kannst sagen, okay, die Doro ist total die Labertante, die lassen wir mal Bingo spielen. Das 4-Elements heißt 4-Elements wegen den 4 Elementen. Das erste Element, was man vielleicht nicht direkt identifizieren kann, ist natürlich das Feuer. Dafür haben wir hier unser Fuego-Restaurant. Da gibt es alles, was dem Kindermagen so schmeckt. Also wir haben von Fischstäbchen über Spaghetti, Salat, Pizza, Burger. Wir haben da eine Softeismaschine drin. Dann haben wir das Element der Luft, natürlich unser Klettergarten. Da kann man in den Höhen des 4-Elements auf Deck 14 kann man da eine Runde klettern und seinen Mut beweisen, auch die Höhenangst haben vielleicht. Das klappt ganz gut. Dann haben wir das Element Wasser. Überraschung. Natürlich haben wir hier unsere Pools. Wir haben den Racer, unsere Wasserrutsche und unseren Lazy River, wo man ganz gemütlich auf dem Reifen liegen kann und einfach mal so 1, 2, 3 Runden treiben kann. Ganz entspannt. Auf geht's in den Racer. Auf geht's in den Racer. Es ist mega, mega toll und es bringt halt sehr viel Spaß. Es ist einfach cool, dass die Rutsche auch außen lang geht. Dann das Element Erde.
ist nicht direkt hier im Four Elements. Das ist unser Sportdeck oben, wo wir dann Volleyball spielen, Loopyball spielen. Wir haben unser Sportfest Rhythm of the Ocean, wo wir oben Fit for Drums machen. Wir tanzen Zumba oben. Tagsüber haben wir hier dann Familienfest. Da haben wir eine Zuckerwattemaschine, die wir extra bestellt haben hier für das Familienfest. Und eine Kinderschminkstation und sowas. Also da ist hier die ganze Woche Halligalli für alle. Jetzt habe ich so viel erzählt, aber das Beste ist, wenn man sich selbst einen Eindruck macht. Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Kommt zu uns auf AIDA Prima und schaut euch das Ganze doch einfach selber an. Ich und das ganze Gastgeberteam freut sich auf euch. Kennen Sie das, wenn jemand Kopfhörer aufhat und summt die Musik mit, die er hört? Und dann fragen Sie sich, was hört der in Gottes Namen? Genau die Situation hatten wir auf dem Schiff und das hat richtig Spaß gemacht. Gucken Sie mal. Nein, geht's um Satisfaction? Nein, Satisfaction. Super, danke schön. Einer war weiter, Glück so. Gehabt. Ich weiß das. Smoke under water. Sehr gut. Ja. Silvia, hilf mir. Ist etwas über eine Tiere und über die Auge von diesen Tieren. Okay, dann würde ich mal tippen, The Eye of the Tiger. Ich denke schon. Ich hoffe. Ja. Christina. Hilfe. We were. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. Oh, warte. Geht es um ein Leben? Geht es um mein Leben? Geht es um meinen Traummann? Leben. Ist es das? It's my life. It's now or never. Sehr gut. Oh ja. Yes, ich weiß, warte. Was ist das? I'm on a highway to hell. Way to hell. Und wenn Sie mehr wissen wollen über die tollsten Ziele und die schönsten Schiffe der Welt, dann gehen Sie auf www.aida.de oder in Ihr Reisebüro. Und hier kommt sie, die Verlockung der Woche. Wir starten in der Weltmetropole New York und fahren zuerst nach Hamilton. Weiter geht es nach Nassau auf den Bahamas und nach Miami. Wir machen noch Halt in Port Canaveral, in Norfolk und in Baltimore und fahren zurück zum Ausgangspunkt unserer Reise nach New York. Und zum Schluss, wie immer, die Bilder der Woche. Tschüss! When you're gonna live your life right. Well, Mother dear, she's not the fortunate one. Oh, girls, they wanna have fun. Oh, girls, that's all. Thank you.
That's all.